Moin vom Sylt 1 Wetterdeck. Auch am heutigen Dienstag kommen die Temperaturen nicht über die 15 Grad Marke hinaus. Dazu gesellt sich ein frischer Wind aus Nordwesten mit steifen Böen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt 62% und die Sonne scheint eher selten, aber lässt sich über den Tag verteilt ganze 4 Stunden am Himmel sehen. In den Abendstunden gehen die Temperaturen dann auf 10 Grad zurück. So richtig glauben kann man es noch nicht, dass wir Sommer haben, aber auch am Mittwoch geht es eher etwas herbstlich auf der Insel zu. Die Tageshöchsttemperaturen kommen nicht über die 14 Grad Marke hinaus. Ein frischer Wind aus West-Nordwest mit starken Böen rundet diesen meist aus Wolken bestehenden Tag ab. Zum Abend hingegen wird es dann wieder kühl bei Temperaturen um die 11 Grad. Der Donnerstag, ja, was soll man sagen, hat den Sommer auch noch nicht wirklich mit dabei. Es werden Höchsttemperaturen von 15 Grad, gefühlt 13 Grad und mäßiger Wind aus Westen mit starken Böen um die 48 Kilometer pro Stunde erwartet. Auch zum Start der zweiten Tageshälfte bleibt es eher wolkig. Erst zum Abend hin kann sich dann die Sonne hier und da einmal sehen lassen. In der Nacht sinkt das Thermometer auf 11 Grad. So kurz vor dem Wochenende wird es dann nochmal so richtig trübe. Am Freitag ist der Sylter Himmel komplett wolkenverhangen. Höchsttemperaturen von 15 Grad und ein mäßiger Wind aus Südwest komplettieren diesen Freitag dann noch. Regen ist auf dem Wetterradar bis jetzt noch nicht in Sicht, aber die Tendenz liegt bei 65%. In der Nacht geht es dann runter auf 12 Grad. Der Sylt 1 Wettertrend für das Wochenende. Die Sonne hat genug pausiert und kann sich wieder durchsetzen. Die Wolken werden weniger und die Temperaturen können bis auf 17 Grad ansteigen.